Yo, Peace Leute und willkommen zum dritten Part von dem Spiel mit Lara Croft. Und ja, wir im letzten Part haben wir ein paar Wölfe, beziehungsweise er hat ein paar Wölfe erledigt, der Mann, der da liegt und hat einen kleinen Biss abbekommen. Und wir müssen jetzt seinen Rucksack besorgen, denn dort ist Medizin und andere Sachen drin, die wir brauchen, wie zum Beispiel das Funksignal zum Boot oder so, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, Leute. Okay, wir brauchen eine Fackel. Das ist natürlich blöd, dass wir ja keine Fackel haben. Gibt es da hinten bei unserem Lager die Möglichkeit... Oh, das war knapp. Das war knapp, Lara. So einen Scheiß macht bitte nicht nochmal. Können wir von unserem Feuer... Wow, renn doch nicht ins Feuer rein. Nee, das können wir, glaube ich, nicht. Dann gehen wir kurz darüber. Ich weiß immer nicht, ob man rennen kann. Ich sollte mal die Steuerung durchlesen. So, hier können wir doch Feuer holen, ja. Dann macht das mal, der Regen... Macht unsere Fackel hoffentlich nicht aus. Nein, sieht nicht so aus. Perfekt. Dann gehen wir kurz darüber und zünden das an. Keine Ahnung, was es uns bringen wird, aber wird schon irgendwas bringen, wenn es da ist. Ha, wer will Stress, hä? Ich habe meine Gun schon geladen. Hier, Pitches. So, dann brennen wir es mal an. Dann kommt das da wahrscheinlich runter, oder? Oh, ne. Okay. Ne, da kommen wir nicht ran. Schade, müssen wir hoch und das dann anzünden. Oder können wir das so weit rüberschubsen? Das ist, wobei, das wäre Blödsinn. Das glaube ich natürlich nicht. Da können wir nicht rüber. Also dann hier lang. Zack, wieder zurück. Immerhin haben wir ein kleines Feuer da hinten gemacht. Wir benutzen diese Stadt der, ja, ich will jetzt nicht Ureinwohner sagen, aber es sieht schon recht altertümlich und verlassen aus. Immerhin haben wir ein Feuer da gemacht, um ihre Königin zu huldigen. Oh, okay, dafür kriegt man auch EP. Wenn man solche Statuen anzündet, also beziehungsweise nicht die Statuen, aber genau, man erleuchtet sie. Perfekt. Das sind Pfeile, wir sind am voll vom Pfeilen, alles klar. Oh, das solltest du gar nicht tun. Okay, aber da kommt man dann hoch, dann machen wir das mal. Zack, ah ne, da kommt man hoch. Aufs Dach. Oh Gott, da kommen wir nicht hoch. Gehen wir erstmal kurz rein. Ah, ja, da ist was zum Anbrennen. Lara, lass los. Mann. Immer will die Lara nach oben, aber ich sag der, ey, komm doch mal wieder runter. So, schönes Bergungsgut. Sehr schön. Diesmal ist die Fackel auch nicht ausgegangen. Als sie das Bergungsgut geöffnet hat. Hui! Das war schön. Das war schön, Lara. Das sah echt, echt wunderschön aus. So, dann können wir hier rüber stolzieren. So, dann hier uns noch ein bisschen weiter umgucken. Huch! Oh, das war die Statue. Nee, das ist nichts Sammelbares. Schade. Okay, das können wir bestimmt irgendwie runterlassen. Da könnten wir drauf springen, denke ich mal. Das dürften wir schaffen, oder? Ja. Was es uns jetzt bringt, ist die andere Frage, dass wir auf das Haus da drüben kommen. Aber ich glaube, das bringt uns auch nicht viel. Was ist das da oben? Da blinkt was. Ich möchte es haben. Okay, Geocaches. Hm, also wenn es so offen rumliegt, könnte ich mir das schon gut vorstellen. So, dann gehen wir mal hier rüber. So, was gibt's denn hier Schönes? Wir wollen alles schön erforschen und entdecken. Für Bergungsgut. Her damit. Ich möchte meine Waffe schön aufleveln. Okay, da würden wir wieder darüber springen können. Das brauchen wir aber nicht. Gehen wir mal hier hoch. Können wir das anfackeln? Ne, können wir nicht. Okay, da ist ein Seil dran. Ich kann mal auch meinen Überlebensinstinkt einsetzen. Okay. Ist also darüber. Okay, da wollen wir jetzt erstmal nicht runter. Pfeile brauchen wir nicht, sind voll. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus, ganz schnell. Da sind nochmal Pfeile, werden da nochmal. Da oben müssen wir hin. Alles klar. Dann jump mal hier rüber. Bam. Und jetzt würde ich sagen, da hinten blinkt aber noch was. Können wir auf das Flugzeug drauf? Bestimmt, ja. Und dann zurück, um das blinkende Ding da zu holen. Hier hat doch was geblinkt. Ich habe es genau gesehen. Hey, ich habe gedacht, hier gibt es was Schönes Sammelbares. Mann, ah doch, da. Im Busch versteckt. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Verstecken die das einfach im Busch drin. So, und ciao. So, dann springen wir mal über das Flugzeugwrack hinweg. Oh Gott. Halt dich fest. Halt dich fest. Meine liebe Lara. Okay, das war ein Blitz, Lara. Jetzt rast aber nicht so aus. Okay, laufen wir mal hier rüber. Hier scheint es nichts... Ah doch, Bergungsgut. Bergungsgut, Bergungsgut, Bergungsgut ist immer gut.
Was für ein nicer Rhyme, oder? Was leuchtet denn da so? Keine Ahnung. Achso, das Licht. Ich dachte, das wäre unser Ziel. Aber unser Ziel ist viel weiter oben. Wir müssen höher den Berg erklimmen. So, schön hochjumpen. Dann nehmen wir wieder Feuer mit. Können wir bestimmt gebrauchen. Okay. Okay. Kommen wir darüber? Das schaffen wir, oder? Ah, schaffen wir. Lara Croft hier, die Meisterin des Springens. Sie hat gar kein Problem mit sowas. Doppelsprung. 6-mal zum Bogen. Ich habe schon einen Wolf gehört. Ich will nur kurz hier nochmal alles abchecken, ob hier nicht irgendwo auch ein Wolf ist, der uns dann von hinten überraschen könnte. Sieht aber nicht so aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir in die Höhle des Löwen. Beziehungsweise in die Höhle des Wolfes, besser gesagt. Okay, wir müssen mit der Fackel rein. Das heißt, wir müssen die Pistole benutzen. Oh, die Kadaver sehen schön aus. Das ist der erste. Hä, ist der gerade in der Wand verschwunden? Ah ne, der ist hier durchs Loch wahrscheinlich. Was sind das für Geräusche? Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ah, das ist das. Hinter uns. War gerade irgendwas? Das ist das Funkgerät oder so, das so die Geräusche macht, denke ich mal. Wir haben den Rucksack. Was liegt denn da? Oh, ein Hirsch. Jetzt hoffen wir mal, dass uns kein Wolf entgegenkommt. Das wäre doch ganz schön. Hätten wir keines dieser schönen Tiere erledigen müssen. Da ist einer. Oh, wow, 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 wow. Und bam. Okay, okay, Alter. Scheiße. Und nochmal. Zack. Okay, okay. Und, oh, Alter. Oh, Lara rast richtig aus. Bam! Das kannst du laut sagen. So, noch schön. Ausweiden hier. Wenn wir ihn schon töten, können wir ihn noch ausweiden. Warum denn nicht? So, wir haben den Rucksack. Und mussten nur einen Wolf erledigen. Wahrscheinlich war es nur einer da drin. Jetzt wohl zurück zu Roth, würde ich sagen, ja. Alles klar. Können wir hier runter? Ja, keine Ahnung. Wir springen einfach mal hier runter. Und bam. Sehr schön, dann hier wieder runter. Langsam, aber sicher kommen wir nach unten. So, und jetzt wieder zurück zum Lager. Haben auch einiges an Bergungsgut noch gefunden. Das heißt, wir können vielleicht nochmal irgendwas aufleveln. Oh, das war ein bisschen tief. Egal. Habe ich nicht drauf geachtet, dass da ein Abgrund ist. Schöne Musik tatsächlich. So. Roth, wir haben dein Stuff. Jetzt hoffen wir mal, dass wir ihn auch gut versorgen können damit. Mit dem Erste-Hilfe-Kit. Gut. Flicken wir dich zusammen. Gott sei Dank macht sie das. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt mit irgendwelchen Quick-Time-Events irgendwie die Wunde zusammenflicken. Das wäre zu schön gewesen. Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erst mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin
bin nicht diese Art von Croft. Doch, bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Als wäre ich jemals unvorsichtig. Okay, alles klar. Ich wollte, ja, ich will jetzt aber erstmal kurz zum Lager noch. Kurz gucken, ob wir noch was verbessern können. Ah ne, 53. Wird nicht reichen, aber wir haben ein Tagebuch gekriegt. So. Wir haben jetzt eine Kletteraxt bekommen und damit können wir wohl an solchen Felsen hochkraxeln. Hua. Machen wir das mal. Okay. Okay, macht sie es von alleine, oder? Ja, sie macht es dann allein, so hoch es geht. Jetzt springen. Oh, doch nicht. Okay, damit kann man sich also auch nach rechts und nach links hangeln. Und dann hier wieder hoch. Okay, also es geht nur an so Steinen, die so, ja, eingekerbt sind, sage ich jetzt mal. So, haben wir es ausprobiert. So, genau, da können wir wieder hoch. Da können wir auch hier einfach hoch. Also, das ist ja jetzt Blödsinn. Da wäre es halt nicht schlecht. So. Dann hangel dich mal da hoch mit der Axt. Ist auch ein cooles Teil, ne? Sprung zur Seite. Okay, das kann man auch. Sehr gut. Ja. Und dann wieder Viereck. Alles klar. Das dürften wir hinkriegen. Vielleicht stürzen wir das ein oder andere mal ab. Kann ich mir gut vorstellen. Geheimes Grab in der Nähe. Wo denn? Gräberkunde, um geheime Belohnungen zu entdecken. Na, wo denn? Sag mir doch mal, wo. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Das sind, glaube ich, so, ja, extra Sachen, die man halt machen kann. So. Dungeons will ich es jetzt gar nicht nennen, aber so kleine, ja, ich nenne es einfach mal extra Dungeons, die man machen kann, um sich dort eben Belohnungen abzuholen, EP und sowas. Okay, darüber springen und dann, zack, sehr schön, funktioniert. So, noch sind wir nicht abgestürzt, Leute, bin ich schon mal ganz froh drum. Da ist ein Gegner. Ha, das denkst doch nur du. Alles klar. Dreht euch mal ein bisschen weg. Ja genau, geht mal rein oder so. Dreht euch mal einfach ein bisschen weg. Und? Ist er tot? Ich hoffe mal, dass er tot ist. Die zwei sind erledigt. Das heißt, wir können kurz darüber jumpen. So, kurz die Leichen durchsuchen. Alles mitnehmen, was geht. Und da drüben ist noch einer, ja. So, ja, perfekt. Hat alles funktioniert. Alles nach Plan gelaufen. Die kriegen uns so schnell nicht dort, das sage ich euch. So, her mit dem Stuff. Hier ist noch mal Bergungsgut. Und noch irgendein Büchlein. Das heißt, ich bin wieder ruhig. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Okay, die haben also versucht, das Volk sozusagen dagegen aufzubringen. Und das Volk hat sie wohl mehr als nur als für eine Königin gehandelt, ja, passt schon, weil sie eben, ja, sie extrem gut beschützt hat und sie geglaubt haben, dass sie, also, beziehungsweise die Königin hat ihren Untertanen erzählt, dass sie
die Natur beherrscht. Ob das denn stimmt? Wir werden es im Verlauf des Spiels bestimmt noch rausfinden. So. Oh, wir haben keine Fackel. Ups. Oh Mann, ich wollte es jetzt aber anzünden und noch ein bisschen EP dafür kriege, aber egal. Gehen wir halt hier rüber. Jetzt könnten wir uns hier Feuer holen und dann wieder zurück. Weil überhaupt, es gibt EP, Leute. Es gibt EP. Aber ich bitte euch, für EP, da mache ich noch ganz andere Sachen als hier zurückrennen. Ja. Zum Beispiel nach vorwärts rennen. Krasser Witz, ich weiß. Alle lachen. Oh, wow. So, 2 von 10 Statuen erleuchtet. Erleuchtet. Die Erleuchtung naht. Also, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt richtig bin. Tatsächlich, aber ich brenne hier einfach mal alles an. Und Bergungsgut. Wo müssen wir denn genau hin? Da hinten hin. Okay. Alles klar, das heißt... Wie kommen wir denn da hin? Da ist nochmal so eine raue Wand. Rüberjumpen. Oh, ja, ja, okay, 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 ich weiß, da komme ich jetzt nicht hoch. Alles klar. Da oben auf... Oh, was ist da gerade so? Da oben ist irgendwas auf dem Dach. Wie komme ich auf das Dach? Wie komme ich auf das Dach? Ich springe mal kurz nochmal rüber. Oh, hier ist auch noch was. Ein Schächtelchen! Was ist denn in dieser Schmuckschatulle drin? Okay. Nochmal ein Relikt. Hoffentlich von Tieren. Ich glaube nicht, dass es von Tieren ist. So, die Frage, wie könnten wir denn hoch auf das Dach gelangen? Dann vielleicht darüber jumpen. Und dann irgendwie. Ah, das ist zu hoch, das ist zu hoch. Hm. Wir müssen da vielleicht gar nicht hin, das kann gut sein, aber. Ich wollte euch mal gucken, was da oben gibt. Aber wenn wir da nicht hinkommen, dann halt nicht. So, da drüben ist noch eine Wand, da kommen wir nochmal ein Stückchen höher. So, das heißt. Hinspringen und babum! Noch sind wir nicht abgestürzt, Leute, da bin ich echt froh drum. So, genau, jetzt können wir in die Wand hier. Zack! Richtig geil mit dem Gewitter sieht es aus hier, ne? Sieht richtig, richtig geil aus. So, und jetzt sind wir. Ein Stockwerk weiter oben! Wow! Okay, okay, okay. Ui! Ich habe erst gedacht, sie würde ans, an die Klippe noch dran springen, also hier oben. Aber dann habe ich gemerkt, wir müssen schnell unsere Axt holen. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Alles klar. Da haben wir eine Seilbahn. Da können wir uns schnell dran schwingen. Okay. Ah, jetzt wird mir erklärt, wie ich die Waffe wechsle. Das muss alles nicht sein. Du Spasti mit deinen scheiß Molotovs, ne? Oh. Jetzt wird's eng. Habe ich hier Deckung? Ich habe hier Deckung. Den Molotow-Spasti. Töte den Molotow-Spasti. Der Molotow-Spasti ist... Ne, er ist nicht tot. So. Da ist der Molotow-Spasti. Oh Gott, wie der nochmal explodiert. Du Scheiße, Mann. Der war hier so ein Nahkämpfer. Der hat mich richtig erschrocken, als er auf einmal so rausgerannt kam. Oh, die Molotow-Spastis, die könnten echt sehr, sehr nervig werden. Wenn die weiter im Spiel auftauchen, was ich jetzt einfach mal... denke, dass es so sein wird. Oh Gott, mit denen werden wir echt viel Spaß haben. Weil die können uns immer schön aus unserer Deckung rauslocken. Ein bisschen umschauen, ob hier noch irgendwas ist. Und dann durchquetschen, Lara. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. So, da ist der Turm. Oh. Tschüsschen, Feuer. War nett mit dir. Doch immer noch nur noch in dem Top und in der normalen Hose. Keiner irgendwie Ersatzkleidung oder sowas dabei. Und wir schauen uns wieder ein kleines Filmchen an. Oder doch nicht? Es doch. Ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey. Wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter.
Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Nur ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay. Also wurde die ganze Reise nach Yamatai gefilmt für eine Reality-TV-Show. Auf dem Meer über diesen Archäologen da. Naja, muss ich ja jetzt nicht für gut befinden. Hier ist es Munition. Wir sind aber voll. Wir setzen uns kurz ans Feuer. Wir haben nämlich einen Fähigkeitspunkt. So, Fähigkeitspunkt. Macht das. Was ist mal. Oh, wir haben jetzt was Neues. Kämpfer-Upgrades. Okay. Oh, das ist natürlich super. Das ist auch nicht schlecht. Vor allem gegen die Molotow-Spast. Oder nee, gegen die Nahkämpfer ist das super. Aber das auf jeden Fall mehr aushalten. Das auf jeden Fall, denn wir sterben recht schnell, habe ich schon bemerkt. Bergungsgut wird für nichts reichen. Wo bin ich denn? Ach, hier. Vielleicht für unsere Handfeuerwaffe irgendwas? Da brauchen wir mindestens 200. Das haben wir ja schon und Outfits, nee. Okay, ich würde sagen, ich beende hier den Part von Lara Croft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist noch auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Peace up und haut da rein.